Officially presented by Ewa Outdoor Classics and our partners, Beretta, Steiner, VFG Weapon Care, and the Lead-Free Hunting Bullets by RWS. Hi ihr Lieben, hier ist wieder Danielle Valkyrie für Lowready Magazine. Lowreadymagazine.com ist ein Community Magazine für die moderne Gun Culture made in Europe. Ich bin hier auf der IWA 2024. Sie jährt sich das 50. Mal dieses Jahr tatsächlich. Und ich stehe jetzt hier gerade am Steiner Stand mit dem Christoph. Christoph, wie gefällt dir die Messe? Ist ja die Hölle los bei euch. Ja, hallo erstmal auch von mir, Christoph Weigler von der Firma Steiner. Die Messe ist super gut bisher, erster Tag, aber wir haben auch den Vergleich vom letzten Jahr. Da wurde ja einmal ein bisschen gehadert nach Corona, aber wir sind momentan sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Besuch, aber auch mit dem Feedback für unsere neuen Produkte. Ja, und was machst du denn bei Steiner? Erzähl ein bisschen über dich. Ich bin bei Steiner, darf ich mich kümmern um den gesamten Vertrieb. Es ist ja sehr interessant, weil wir so viele verschiedene Kategorien haben, also von der Marine über die Jagd bis hin zum Militär, aber auch, sage ich mal, für den Otto-Normalverbraucher haben wir verschiedene Optiken. Und das ist das eine. Und weil es Sinn macht, machen wir auch dann gerne aus einer Hand das Marketing dazu, damit unsere tollen Produkte auch dann entsprechend inszeniert werden und beim Kunden richtig ankommen. Super, natürlich, ja. Du hast heute zwei ganz tolle Produkte, die du uns vorstellen wirst. Einen brandneuen Magnifier und eine Optik. Ich durfte sie gestern schon ausprobieren. Sehr, sehr begeistert. Es gibt einiges, was daran besonders ist. Erzähl doch mal. Vor allem die Namen sind besonders. Klingen kompliziert, machen aber Sinn. Absolut, also hoffe ich zumindest. Also wir haben hier einmal verbaut eine Optik, ein Rotpunktvisier. Der Name, den wir auch hier oben sehen, T1XI. Dahinter ist eine gewisse Logik. T, weil das Ganze ein bisschen so aus dem taktischen nahen Bereich kommt, also rein von dem Ansatz her. 1X heißt, es ist eine Einfachvergrößerung. Und I, ganz einfach, dass hier auch ein Absehen drin ist, welches beleuchtet ist. Also I für Illumination. Das zweite dann gleich nur mal, um bei Namen zu bleiben, der Magnifier dazu. Das ist der TM3X, also T wieder, wie gehabt, das ist Tactical. Das M ist der Magnifier und 3X dreifach. Ohne I, weil darin ist keine Leuchte mit verbaut. Starten wir gleich mit dem Red Dot, oder? Ja. Das ist sehr interessant, denn es hat drei verschiedene Absehen. Genau, super gut. Erstmal von der Basic, wie gesagt. Schön und kompakt und für Steiner immer auch ganz wichtig, funktional und robust, also das hält richtig was aus. Ist auch für den harten Wettkampfschützen zum Beispiel hervorragend geeignet. Hat hier oben auf 12 Uhr die Möglichkeit, die Beleuchtungsstärke zu verstellen. Für Linkshänder und Rechtshänder somit beidermaßen geeignet. Kann ich gut verwenden. Ich habe hier eine sehr, sehr saubere Klickeinstellung, um das Gerät erstmal zu justieren, sowohl in der Höhe als auch in der Seite. Ein Klick, ein Zentimeter, gutes Feedback, also ich fühle das und höre das und es ist auch eine sehr akkurate Rastung. Wird betrieben von einer 20-32er Batterie und diese, sage ich mal, die Aussagen zur Lebensdauer sind auch hier wie bei uns, wie bei anderen, sind wir da genauso gut im Bereich 50.000 Stunden etc. pp. Also man kommt lange genug aus. Man kommt lange genug mit aus, richtig. Und die Besonderheit ist hier zudem, ich habe die Möglichkeit, drei verschiedene Absehen einzurichten. Einmal klar den Rotpunkt, der hat zwei MOA. Das Ganze auch Rotpunkt mit einem Circle, der 60 MOA. Oder eben auch nur den Circle zu beleuchten. Also ich habe einen Punkt, Punkt mit Kreis und nur den Kreis. Ja. Das Ganze wird eingestellt, indem ich seitlich hier auf diesen Druckknopf drücke für circa 3 Sekunden. Das ist absichtlich so gewählt, damit ich nicht versehentlich bei der Handhabung das gewünschte Absehen verändere und kann hier quasi so einfach angesteuert werden. Ja, wir hatten sie ja tatsächlich gestern auf einer Schrotflinte drauf, was natürlich mit Slug super lustig war, mit dem Kreisabsehen. Ja. Das hat super gepasst, das hat genau die Zielscheibe wiedergegeben und es hat echt Spaß gemacht. Aber eigentlich ist das ja nicht die Zielgruppe, oder doch? Schwer zu sagen, die Zielgruppe. Also ich habe es gestern auch, ich durfte ja auch mit dabei sein und habe mal so ein bisschen geübt. Das ist wirklich interessant. Am Ende muss der Anwender für sich entscheiden, womit er sich am wohlsten fühlt. Wir haben das hier erst einmal so für den,
für den taktischen Sportschützen entwickelt. Aber wir merken mehr und mehr, dass diese Optiken selbst auf der Jagd mehr und mehr Anhänger finden. Also durchaus auch eine sehr gute Kombination oder auch als Red Dot für die Drückjagd auf Sauen verwendbar. Und auch da ist es mit Sicherheit eine gute Option, mal sich daran zu üben, mal im Schießkino, ob man mit diesem Kreis eine deutlich einfachere Trefferaufnahme für sich verspürt. Ja. Das ist wirklich ein sehr, sehr vielseitiges Gerät, muss ich sagen. Ja, danke. Lass uns doch über den Magnifier sprechen. Magnifier sieht man auch hier. Sehr, sehr klein und kompakt. Dreifach-Zoom. Zu erwähnen natürlich, beim Magnifier ist eine hervorragende Optik verbaut. Das ist unüblich, weil nicht immer bei diesen Geräten da auch Wert drauf gelegt wird. Hier ist es der Fall. Deswegen auch als Top-Merkmal, ich habe hier auch eine Okularverstellung, um das Bild ideal abzustimmen und auch gleichermaßen wie beim Sight die Möglichkeiten, Höhe und Tiefe nochmal das Bild zu korrigieren, um auch hier ein ideales Trefferbild zu gewährleisten. Die beiden Geräte kommen inklusive der Montage und werden erstmal so auch in der Höhe aufeinander abgestimmt, dass das perfekt passt. Ich sehe, der Mechanismus ist auch sehr, sehr einfach gehalten. Also ich meine damit Leichtgängigkeit. Das ist genau die Kunst, das leichtgängig zu machen und trotzdem so, dass es nicht wackelt oder unabsichtlich wieder zurückschwenkt oder rausschwenkt. Das war genau unser Ziel. Freut mich, wenn wir das geschafft haben. Ja, ist wirklich super. Also hat echt Spaß gemacht, das auszuprobieren. Okay, freut mich. Ja, gut. Ich sage danke, Christoph. Ja, danke. Lowready Magazine ist ein Community Magazine. Das heißt, jeder kann mitmachen. Geht auf lowreadymagazine.com und erfahrt auf der Frontpage in dem Artikel, wie ihr Part of the Team werden könnt.